Heute ein etwas längeres Video, vielleicht auch ein etwas emotionaleres Video, weil hier besprechen wir Fragen, die Betroffene an einen Narzissten haben. Nach dem Intro geht's los. Ich hatte vor einiger Zeit einmal Betroffene gebeten, mir ihre Fragen an ihren toxischen Ex, an ihren narzisstischen Ex zu schicken. Fragen, die niemals beantwortet wurden. Das ist ja so in einer toxischen Beziehung. Wenn so eine Beziehung zu Ende geht, stehst du vor einem Scherbenhaufen und bekommst auf die Fragen, die du eigentlich hast, keine Antworten. Hier habe ich nun mit Einwilligung der Betroffenen viele, viele Fragen zusammengetragen und werde die hier in anonymisierter Form veröffentlichen. Es geht um zerstörte Lebensträume, es geht manchmal auch um zerstörte Existenzen, es geht um gebrochene Herzen und ratlose Opfer. Eins noch vorweg. Natürlich kann anhand der Fragen, die hier an die Adressaten gestellt werden, nicht gleich geschlussfolgert werden, dass diese Menschen Narzissten sind oder an narzisstischer Persönlichkeitsstörung leiden. Nein, einfach vom Hörensagen so eine Schlussfolgerung zu ziehen, geht natürlich nicht. Eins aber geht, man kann diese Verhaltensweisen durchaus einem Narzissten zuordnen. Mir geht es in diesem Video darum aufzuzeigen, wie rücksichtslos und egoistisch manche Menschen mit anderen Menschen umgehen und wie viel Schmerz und wie viel Leid dadurch verursacht wird. Das ist ein Thema, was in unserer heutigen Zeit nur zu oft passiert. Natürlich gehören immer zwei dazu. Einer, der verletzt und einer, der sich verletzen lässt. Das ist klar. Aber allein die Tatsache, dass jemand schwach ist und sich verletzen lässt, ist ja noch keine Rechtfertigung dafür, dass man genau diesen Menschen nun so schlecht und entwürdigend und rücksichtslos und egoistisch behandelt. Hier kommen nun ganz viele Fragen von Opfern an ihre Ex-Partner. Ein Ehemann hat seine eigene Frau über viele, viele Jahre mit einer anderen Frau betrogen. Er traf sich mit dieser Frau einmal die Woche und hatte so eine Affäre, ja, die ging über mehrere Jahre. Darauf angesprochen, gab er zur Antwort, ja, ich habe ja niemandem etwas weggenommen. Ein Narzisst glaubt tatsächlich, dass es das Gleiche ist, ob er nun einkaufen geht und das dem Partner nicht erzählt oder ob er zu seiner Affäre geht und das dem Partner nicht erzählt. Wo ist da bitte schön der Unterschied? Ja, es gibt natürlich ganz klar einen Unterschied, weil der Partner, der auf diese Art und Weise betrogen wird, natürlich etwas spürt. Er weiß vielleicht nicht, dass sein Ehepartner eine Affäre hat, aber die Opfer spüren doch, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und darauf angesprochen, werden sie angelogen. Ja, das bildest du dir ja nur ein und was du schon wieder und du mit deiner krankhaften Eifersucht. Und das ist natürlich etwas, wo die Opfer missbraucht werden, emotional missbraucht werden. Ich habe in meinem Video, ist emotionaler Missbrauch Körperverletzung? Fragezeichen, sehr ausführlich darüber gesprochen. Die Konsequenzen von emotionalem Missbrauch in körperlicher Hinsicht und in psychischer Hinsicht sind enorm. Und deswegen kann man niemals einfach sagen, ich habe doch niemandem etwas weggenommen. Doch, er hat seinem Ehepartner die psychische Gesundheit genommen und die körperliche Unversehrtheit genommen. Dieser Mann hat ganz klar emotionalen Missbrauch betrieben. Er hat ihr vorgespielt, wir sind eine glückliche Familie, aber in Wirklichkeit hat er etwas ganz anderes gemacht. Und auch das sieht ein Narzisst nicht ein. Ein Narzisst würde mit diesem Verhalten konfrontiert immer noch sagen, nein, wo ist denn da bitte schön emotionaler Missbrauch? Die braucht doch die Wahrheit gar nicht wissen, weil die tut ja nur weh. Wir sind eine glückliche Familie. Ich liebe meine Frau. Ja, und wo ist bitte schön das Problem, dass ich eine Affäre habe? Narzissten sind hier komplett uneinsichtig. Wenn man sie fragen würde, sag mal, wie würde es dir denn eigentlich ergehen, wenn deine Frau das mit dir machen würde und du nach 5 Jahren dahinter kommen würdest, dass du seit 5 Jahren betrogen wirst? Wie würde es denn dir damit gehen? Narzissten könnten diese Frage nicht verstehen. Narzissten schaffen es in dieser Situation auch
ansatzweise nicht, sich einmal in die Gefühlswelt eines Opfers hineinzuversetzen, wie schmerzhaft das Ganze ist, wie erniedrigend das Ganze ist. Ihnen fehlt da wirklich die Empathie. Narzissten haben keinen Zugang zu diesen Gefühlen wie Kummer, Schmerz und Trauer. Das haben sie abgespalten, das haben sie getötet. Und deswegen würden sie die Frage, wie würdest du denn damit umgehen, wenn es dir passieren würde, als komplett lächerlich abtun. Ein Ehemann und Vater. Dieser Mann hatte am Ende seines Lebens 4 gescheiterte Ehen hinter sich, war nicht in der Lage, seine Kinder zu lebenstüchtigen Menschen zu erziehen. Er hatte sich gedrückt vor der Verantwortung, wo er nur konnte. Ja, und da kam dann nun irgendwann seine erwachsene Tochter, die aufgrund der Erziehung, die sie genossen hat, so richtig hilflos und haltlos im Leben herumtrieb, nun an die falschen Partner geriet, falsche Freunde hatte und auch schon Probleme mit Alkohol und Zigaretten hatte. Und diese Tochter kam nun im Erwachsenenalter auf ihren Vater zu und bat ihn, doch einmal zuzugeben, dass er sie vernachlässigt hat, dass er sie nicht an die Hand genommen hat, um ihr zu zeigen, wie das Leben so funktioniert, dass er sie niemals auf den Schoß genommen hat, um sie zu trösten, dass er ihr die Welt nicht erklärt hat. Das alles wollte sie von ihm einmal hören. Und sie wollte einmal hören, es tut mir leid, dass ich das so gemacht habe, aber ich konnte nicht anders. Das wäre ja mal ein Ansatz gewesen. Aber nein, das hat diese Tochter niemals zu hören bekommen. Dieser Vater, der sich darüber beklagt hat, dass seine eigene Mutter ein Eisblock war und dass er niemals Liebe von ihr bekommen hatte, war nicht in der Lage einzusehen, dass er genau das Gleiche mit seiner Tochter gemacht hat. So etwas ist ganz klar narzisstisches Verhalten. Narzissten würden sich eher die Zunge abbeißen, als sich einmal zu entschuldigen. Und die Frage dieser Tochter an ihren nun mittlerweile verstorbenen Vater ist immer noch: Warum hast du es nicht fertiggebracht, dich einmal bei mir zu entschuldigen? Und wenn es nur gewesen wäre, ich habe eingesehen, es ist einiges schiefgelaufen. Nein, noch nicht einmal das ist gekommen. Eine Mutter, die ihrem Sohn niemals Liebe und Geborgenheit gegeben hat. Der Sohn wuchs emotional komplett unterversorgt auf. Auch dieser Sohn bekam die Welt nicht erklärt. Auch dieser Sohn konnte nicht auf den Schoß seiner Mutter, um einmal getröstet zu werden, um einmal gestreichelt zu werden. Auch diesem Sohn wurde niemals gesagt, du bist gut, so wie du bist und ich erkläre dir die Welt. Nein, er wurde gedemütigt und er wurde klein gehalten und ihm wurde gesagt, aus dir wird sowieso nichts. Und sein Stottern, was er anfangs als Kind hatte, wurde sogar von der Mutter noch nachgeäfft. Dieser Sohn flüchtete nun geradezu mit 16 Jahren, die Ehe war dann mittlerweile geschieden, zu seinem Vater, um dort Schutz zu suchen. Ja, der Vater nahm seinen Sohn natürlich auf und die Mutter hatte es über die ganze Zeit bis zum heutigen Tag nicht fertiggebracht, auch nur noch einmal Kontakt zu ihrem Sohn aufzunehmen. Und die Frage dieses Sohnes an seine Mama ist: Mama, warum hast du mir in meiner Kindheit all das vorenthalten, was andere Kinder bekommen haben? Ich bin daran fast zugrunde gegangen. Und warum hast du dich, nachdem ich mit 16 Jahren geflüchtet bin, niemals mehr gemeldet? Warum? Ein Politiker. Wir sind im Jahr 2016. Die berühmte Kölner Silvesternacht 2015 auf 16 ist vorüber. Das Thema sexuelle Übergriffigkeit auf Frauen war damals ein unglaublich großes Thema. Und nun reiste ein Politiker in ein betroffenes Gebiet, wo diese Übergriffe immer wieder vorkamen. Ja, und da ist er nun mit einer Mutter konfrontiert worden, die all ihren Schmerz und ihren Kummer und ihre Trauer und Verzweiflung darüber zum Ausdruck brachte, dass ihre Tochter genau Opfer von solch Übergriffen geworden ist. Und das machte sie mit entsprechenden lautstarken Gesten und Worten auch deutlich. Das Einzige, was dieser Politiker dann zu sagen hatte, war, ja, wir wollen doch bitte nicht laut werden, wir wollen uns doch bitte wie zivilisierte Menschen verhalten.
Also da könnte ich vor Wut mit den Zähnen knirschen. Wo ist denn da bitte schön die Empathie von den gewählten Volksvertretern, sich so von oben herab hinzustellen und von oben herab zu sagen, ja, so wie du dich aufführst, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht miteinander reden. Das geht nicht, das geht nicht. Diese Volksvertreter sind doch gewählt, um sich unsere Bedürfnisse anzunehmen. Und nun kommt jemand, der so ein ganz, ganz essentielles Bedürfnis hat, auf diesen Politiker zu und der sagt, nö, komm, also du musst erst einmal anfangen, dich wie ein vernünftiger, erwachsener Mensch zu benehmen. Eine größere Ohrfeige gibt es doch eigentlich überhaupt nicht. Und die Frage an diese Politiker ist, warum behandelt ihr uns so von oben herab wie unmündige Menschen? Warum macht ihr das? Eine Betroffene schreibt, wie kannst du nur auf mehreren Sexdate-Plattformen angemeldet sein und mich permanent mit wildfremden Frauen betrügen und dich abends dann zu mir ins Bett legen und Gute Nacht, mein Schatz, sagen? Wie kannst du mich in der Nacht, als es mir so wahnsinnig schlecht ging, noch in der gleichen Nacht mit einer Freundin betrügen und am nächsten Tag neben mir sitzen und mich noch nicht einmal in den Arm nehmen, obwohl es mir immer noch so schlecht ging? Wie kannst du immer wieder vor unseren Freunden sagen, diese Frau werde ich einmal heiraten und dann Wochen später, ohne ein Wort zu sagen, einfach gehen und mich wie Müll zurücklassen? Ohne Entschuldigung, ohne Reue, ohne schlechtes Gewissen. Einfach stillschweigend zu gehen, einfach dein Leben weiterzuleben, als wäre nie etwas zwischen uns gewesen. Wie kannst du mir immer wieder eiskalt ins Gesicht lügen, obwohl du genau weißt, dass es stimmt, was ich sage, und dann alles umdrehen und mir vorwerfen, dass ich dir kein Vertrauen schenke und eifersüchtig auf deine Freundin wäre, mit der du angeblich nie etwas gehabt hast. Obwohl du genau weißt, dass du mich unzählige Male mit ihr betrogen hast. Warum lügen Narzissten? Ja, wie ich anfangs schon im Video erzählt hatte, für Narzissten gilt der Grundsatz, sie zimmern sich die Welt so, wie sie sie gerne hätten. Sie haben darüber hinaus keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und können deswegen auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum es denn verwerflich sein sollte, zu lügen. Das erste Beispiel hat es ja schon deutlich gemacht. Warum soll ich meiner Frau, die ich betrüge, die Wahrheit sagen? Das wird ja nur wehtun. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, sie wollen nicht, dass man sie enttarnt und dass man ihnen auf die Schliche kommt. Natürlich wissen sie um die allgemeingültigen Gesetze. Du sollst nicht Ehe brechen, das ist allgemein bekannt. Und nach außen hin werden sie genau dies ja auch proklamieren. Aber wenn du ihnen jetzt auf die Schliche kommst, dann enttarnst du sie. Und das wollen sie nicht. Und so lügen sie sich durchs Leben. Und so ghosten sie einen auch. So schnell, wie sie dich in ihr Leben gezogen haben, genauso schnell können sie dich mit einem Fingerschnippen entsorgen und ghosten. Und solche Menschen haben natürlich auch überhaupt gar keine Skrupel, vor aller Welt zu sagen, das ist die Frau, die ich liebe. Diese Frau werde ich einmal heiraten. Weil genauso, wie sie die Gefühle von Wut, Schmerz und Trauer abgespalten haben, genauso wenig haben sie einen wirklichen, echten Zugang zu den Gefühlen wie Liebe, Nähe, Geborgenheit und Vertrauen. Und deswegen jonglieren sie mit diesen Begriffen und Gefühlen umeinander wie ein Zauberkünstler und denken sich nicht das Geringste dabei. Eine andere Betroffene schreibt, du hast mir damals Fotos deiner anderen Damen geschickt, um mich damit eifersüchtig zu machen. Nur um mir anschließend krankhafte Eifersucht vorzuwerfen. Warum hast du mich mit deinem Wortsalat, als ich wie paralysiert da saß, mit Monologen über Stunden mich irre machen wollen? Warum sagtest du, du liebst mich? Nur um dann später zu sagen, das hättest du niemals gesagt. Ja, eifersüchtig machen ist
Triangulation, eine ganz klassische Manipulationstechnik von einem Narzissten. Das ausgeprägt schwache Selbstwertgefühl eines Narzissten zwingt ihn geradezu dazu, sich von überall her Bedeutung und Zufuhr und Aufmerksamkeit zu holen. Und dazu gehört eben halt auch der eigenen Partnerin klarzumachen, schau mal, ich habe so viele in der Pipeline, in der Warteschlange, also streng dich mal ordentlich an, ne, und gib mal Gas, damit du meine Freundin bleibst. Eine andere Betroffene schreibt, was hat es dir konkret gegeben, mir meine Träume madig zu machen? Und wie war das Gefühl für dich, beziehungsweise wie war deine Denke, als du mir bewusst jede meiner Freundschaften sabotiert hast und fast jede dieser Frauen hinter meinem Rücken getroffen hast? Ja, vielleicht sieht ja der ein oder andere, der sich genau so verhalten hat, wie eben gerade geschildert, dieses Video. Oder andersrum, es kann natürlich auch Frauen geben, die sich genau so verhalten oder verhalten haben. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Sache seht. Ein weiterer Betroffener hat ganz viele Fragen. Hier sind sie. Erstens, warum suchst du die dir fehlende Energiequelle nicht in dir selbst? Zweitens, du siehst die Trümmer, die du in Menschen hinterlässt, die dir nahe sind, immer und immer wieder. Schmerzt oder irritiert dich das wirklich, wirklich niemals? Drittens, was brauchst du, damit du in dir den Punkt findest, der es dir ermöglichen kann, dich zu ändern? Viertens, du sagst in dir, sei Leere. Warum weigerst du dich vehement, diese Leere zu erforschen? Fünftens, dir fehlen Mitgefühl, Mitleid, Empathie und Reue. Dir fehlt sogar die Sehnsucht nach diesen Eigenschaften. Sag mir, worin unterscheidest du dich aus deiner Sicht von einem Roboter in Menschenhülle? Ja, wie ich anfangs schon in dem Video erwähnt hatte, Narzissten haben tatsächlich diese Gefühle wie Schmerz, Wut oder Reue abgespalten. Damit wollen sie nichts zu tun haben und sie können tatsächlich mit diesen Gefühlen nichts anfangen. Und weil sie keinen Zugang zu sich selbst haben, brauchen sie natürlich immer wieder die Zufuhr anderer Menschen. Und so ist dann auch die nächste Frage einer Betroffenen zu verstehen. Warum sind dir deine ganzen Affären gleich wieder langweilig, nachdem du dich ausgehungert auf sie gestürzt hast und lernst nach der 85. Affäre immer noch nichts dazu? Ja, ein Narzisst wird es niemals verstehen, weil er den Zugang zu den eigenen Gefühlen nicht hat und er wie ein Vampir ist, der sich permanent nach neuer Beute umschauen muss. Eine Betroffene schreibt auch, meine Frage lautet, warum hast du angefangen, mich ständig und überall zu begrapschen, nachdem ich dir von schlechten Erlebnissen aus meiner Kindheit erzählt habe? Und warum hast du absichtlich und mit Spaß daran weitergemacht, obwohl ich dir gesagt habe, dass ich es nicht mag? Ja, das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür, welch trauriger Methoden sich ein Narzisst bedienen muss, um sich auf deine Kosten groß zu machen. Eine weitere Frage. Warum plant er einen örtlichen Zusammenzug und haut dann ab, wenn es ernst wird? Warum haut er immer ab, wenn es darum geht, sich selbst mal kritisch zu hinterfragen und selbst etwas für die Beziehung zu tun? Und warum haut er ab oder wird beleidigend, wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht? Oder das Leben durch Umbrüche einen ganz besonders fordert und man dadurch mehr Unterstützung bräuchte und nicht mehr so funktioniert, wie der Partner es bisher gewohnt war. Ja, das ist tatsächlich etwas, was immer wieder zu hören ist, dass Narzissten ihre Partner in dem Moment, wo sie nicht mehr so funktionieren, wie sie es sich wünschen, tatsächlich ganz schnell das Weite suchen. Das ist wirklich tragisch, wenn die Betroffenen erkranken und alle Hoffnung auf ihren Partner gesetzt haben und nun feststellen, nee, da war überhaupt nichts. Ja, und in dieses typische Verhalten von einem Narzissten fällt auch diese Frage. Warum hast du es übers Herz gebracht, mich allein zu lassen, als ich Krebs hatte? Später, als ich dann wieder auf den Beinen war, warst du wieder da. Und als Begründung hast du gesagt, ja, ich konnte nicht sehen, wie du leidest.
Narzissten sind Bindungsängstler. Wie sollen Narzissten eine enge emotionale Bindung zu dir eingehen, wenn sie noch nicht einmal in der Lage sind, zu sich selber Kontakt aufzunehmen? Ich habe es ja immer wieder eben gerade in diesem Video erklärt. Sie haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen und deswegen gibt es einfach keine enge emotionale Bindung. Und sobald jemand nicht mehr so funktioniert und nun wirklich die Verpflichtung und das Commitment des Narzissten braucht, also Pflege vielleicht in diesem Moment wird dem Narzissten aber so richtig Angst und Bange und damit will er überhaupt nichts zu tun haben und sucht das Weite. Eine weitere Frage: Warum verletzt und enttäuscht du unsere Kinder mit deinem eiskalten, arroganten, kontrollierenden Verhalten? Machen wir nicht das, was du willst, behandelst du uns wie Dreck. Warum kannst du unseren Kindern keine Liebe zeigen? Warum gibst du mir die Schuld dafür, dass du fremd gehst? Rede ich dagegen einmal mit unserem männlichen Nachbarn, eskaliert die Sache gleich. Ja, das ist die traurige Realität, das Zusammenleben mit einem Narzissten. Es zeigt sich, der Narzisst ist komplett unempathisch, er kann sich nicht in deine Gedankenwelt hineinversetzen, er verletzt seine Ehefrau, er verletzt seine Kinder und er manipuliert und macht sich auf Kosten seiner Partner groß. Sehr bemerkenswert finde ich die Episode mit dem Nachbarn, mit dem sich die Frau unterhält. Ein ganz normales Gespräch. Der narzisstische Partner kommt nun dazu und sieht, was nicht sein darf. Er unterstellt seiner Frau jetzt genau das, was er die ganze Zeit schon macht. Das nennt man Projektion und lenkt in diesem Fall von dem eigenen Fehlverhalten ab. Jetzt ist es ja die Frau, die böse ist. Eine Betroffene schreibt: Mein Narzisst hat sich, nachdem ich mich mutig genug gefühlt habe, anzusprechen, dass ich glaube, er wäre narzisstisch von 0 auf 100 verdrückt. Vorher war noch 24/7 Kontakt und mit einem Mal war nichts mehr da. Das nennt man Ghosting. Die Frage, die Betroffene hier hat, ist: Wie ist es dem Narzissten möglich, innerhalb von so kurzer Zeit von liebend auf hassend zu wechseln? Macht das etwas mit Ihnen? Empfinden Sie da vielleicht Wut oder Trauer oder auch Angst? Oder fühlen das nur die Opfer? Ja, es ist immer das Gleiche. Narzissten haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Und deswegen ist es ihnen auch komplett egal, was mit anderen ist, weil sie können diesen Schmerz, diese Trauer, diese Verzweiflung überhaupt nicht nachempfinden. Eine andere Betroffene schreibt: Warum hast du mein Vertrauen derart missbraucht und mich aufgrund meiner Schwächen, für die ich nichts kann und sowieso schon leide, abgewertet, obwohl du anfangs sagtest, sie wären kein Problem für dich? Ja, das ist so ganz, ganz klassisch. Ja. In der Anfangsphase gucken natürlich die Narzissten, dass sie dein Vertrauen gewinnen und sind auch sehr, sehr bemüht darum, dass du ihnen alles anvertraust und sagen dann natürlich, nee, ist alles gut, ist überhaupt gar kein Problem und es ist ganz toll, dass du mir das überhaupt erzählt hast und jetzt verstehe ich dich doch noch viel, viel besser und jetzt sind wir noch mehr eins. Ja, das ist natürlich auch wieder diese Red Flag, ja, eins sein, aber darüber habe ich auch in anderen Videos schon so oft geredet. Ja, das ist tatsächlich die Munition, die sie später gegen dich verwenden. Sie sammeln Informationen, sie gucken nach deinen Schwächen und wenn du sie ihnen dann offenbart hast, heißt es plötzlich, ja, mit dir ist ja überhaupt nichts los. So, ihr Lieben, das war jetzt ein recht umfangreicher Fragenkatalog, Fragen an einen Narzissten. Ich habe es wirklich nicht geschafft, all eure Fragen zu beantworten. Ich bitte einfach um Verständnis dafür. Aber vielleicht kann sich ja die eine oder der andere in den Fragen, die hier beantwortet wurden, wiederfinden. Es ist immer das Gleiche. Warum verhalten sich Narzissten so, wie sie sich verhalten? Die Kernaussage ist wirklich die, sie leben hinter einer Fassade, sie leben hinter einer Schutzmauer und sind ängstlich darauf bedacht, dass ihnen ja keiner auf die Schliche kommt. Sie sind Bindungsängstler, sie wollen sich nicht verpflichten, sie gehen kein Commitment ein.
Und sie haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen und natürlich dann damit auch nicht zu deinen Gefühlen. Narzissten sind komplett unempathisch. Wie gesagt, wenn jetzt da draußen der eine oder die andere sich angesprochen fühlt und sagt, ich kann euch das erklären, warum ich mich genau so verhalten habe, ich warte auf eure Kommentare. So, und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Michael.